Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich für euch einen kleinen Trick, wie ihr den Glitch mit dem RCXD auf die Maschine 100% jedes Mal hinbekommen könnt. Ich habe jetzt von einigen gehört, oh, Mars Gamers, der geht manchmal geht er nicht. Von 10 Versuchen geht er vielleicht 7 Mal. Und wie ihr das ändern könnt, wie ihr dann den Glitch zu 100% jedes Mal hinbekommen könnt, das zeige ich euch hier jetzt in diesem Video. Der Glitch ändert sich von der Schwierigkeit her nicht. Ihr müsst einfach nur auf eine kleine Sache achten. Wenn ihr auf der Map angekommen seid, müsst ihr 100 Schrott sammeln, euch eine Fernleder und eine Werkbank kaufen und zum Bunkereingang gehen und den sprengen. Jetzt seht ihr vor euch eine kleine Linie. Diese kleine Linie, die gerade den Schatten und das Sonnenlicht trennt. Ihr stellt euch jetzt einfach in das Sonnenlicht und geht so weit zurück, bis es nicht mehr geht. Das heißt, hinter euch ist vom Bunker einfach eine kleine Barriere. Ganz nach hinten gehen und wenn es nicht weitergeht, dort stehen bleiben. Jetzt einfach nur noch die Fernleder starten, Richtung Bunkereingang fahren, ganz langsam und dann werdet ihr rausgeschmissen. Und jetzt als letzten Schritt nur noch die Fernleitung abschießen, damit sie nicht mehr explodiert und fertig ist. Und ihr seid jetzt im God-Mode drin, keine Zombies werden euch mehr hitten können. Die Boss-Zombies werden euch hitten können, dann nehmt ihr einfach einen Feuerring und das sollte auch kein Problem mehr sein. Hier nochmal kurz ein Clip, wie es aussieht, wenn es nicht klappt. Und zwar, wenn ihr hinter der Linie, das heißt weiter im Schatten, die Fernentladung startet. Dort werdet ihr sehen, dass ihr nicht rausgeschmissen werdet aus der Fernentladung. Das heißt, ihr müsst die Fernentladung hinter dieser Linie starten, damit ihr auch wirklich in den Glitch reinkommt. Also einfach nur vergewissern, dass ihr im Licht drin seid, soweit es geht an die Wand nach hinten gerückt seid und sie von dort aus startet. Und jetzt könnt ihr eigentlich alles machen. Ihr könnt Packerbunch aktivieren, ihr könnt den Strom aktivieren, ihr könnt das Easter Egg machen, ihr könnt eure Waffen leveln, ihr könnt Tarnung freischalten, was auch immer ihr machen wollt. Und das war's dann auch schon von meinem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Cold War Zombie Videos zu verpassen. Teilt es mit euren Freunden, damit sie auch keine weiteren Glitches verpassen. Aktiviert die Glocke, um Benachrichtigungen zu bekommen, denn ich streame auch sehr aktiv. Und in den Streams könnt ihr mir wieder Fragen stellen. Und das war's dann auch schon von meiner Seite. Danke fürs Zuschauen, haut rein und ciao.